Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer neuen Ausgabe von WWE 2K15. Holy shit, was geht da eigentlich ab? Lest ihr das? Rob the Wolf Lynn als NXT Champion muss man bereit sein, den Titel jederzeit und überall zu verteidigen. Ganz egal, ob du im Hauptroster bist und die ganze Woche Matches hast. Wenn du ein wahrer Champion bist, verteidigst du diesen Titel. Alter, das ist nicht der Hardcore-Title, den ich jeden scheiß Mal verteidigen muss. Hier sieht man da oben, im Übrigen sieht man Followers, ja, haben jetzt ungefähr 10.000 Follower und brauchen jetzt, was weiß ich, 100.000, damit wir beim Main Event aufsteigen. Könnte ich mir vorstellen, dass das so ungefähr abläuft. Oder lass es 60.000 sein. Brian Danielson hat gegen Big Show seinen Titel verteidigt bei Hell in a Cell. Wir haben es geschafft, wir sind jetzt bei Superstars. Aber was soll denn die Scheiße, Mann? Jedes Mal den Titel verteidigen? Mal ganz kurz gucken, wie lange wir jetzt schon in der WWE sind. März, ein halbes Jahr schon. Ein halbes Jahr sind wir jetzt schon bei der WWE. Und nach einem halben Jahr haben wir es jetzt zu Superstars geschafft. Mal sehen, was unser nächstes Event ist. Aha, excuse me, Miss Vicky Guerrero. Rob Flynn, du hast zwei Aufgaben. Du musst deinen NXT Championship verteidigen und dich im Hauptroster beweisen. Zeig mir, dass du bereit bist, ein echter Superstar zu sein. Okay, und das wird sein gegen Tyson Kidd. Okay. Das finde ich aber ein bisschen doof, dass wirklich jedes Match ein Title-Match ist. Du kannst nie verlieren, du bist instant den Titel los. Okay. Na gut, Tyson Kidd. Kann ich jetzt schlecht einschätzen. Persönlich würde ich sagen, ist machbar. Bei Superstars vor etwas größerem Publikum jetzt schon. Und da gehen wir mit Tyson Kidd erst einmal in den Lockup. Beide haben immer dieselben Ideen, aber irgendwie habe ich mehr Strength und drücke den Mann dann einfach mal ein bisschen weg. Jetzt wollen wir mal gucken, was jetzt läuft. Jetzt hat Tyson Kidd die Kontrolle übernommen, hat ihn hier im Headlock. Allerdings der Wolf schmeißt ihn erstmal raus. Oh, und dann gibt's erstmal einen übelsten Schlag. Und dann sind die beiden erstmal draußen am Werken. Am Werkeln. Kann man mal machen, oder? Okay, Tyson Kidd dreht das Ganze erstmal ganz schnell um. Was macht er da draußen? Leg DDT, jawohl, der Foot DDT. Oh, der Ref fordert auf, dass die beiden wieder reingehen sollen. Wir sind bei 4. Oh, erstmal ein schöner Schlag. Und dann schmeißt Tyson Kidd The Wolf wieder zurück. Oh, der steht da allerdings schon und dann geht's in den Lockup. Wieder gewinnt Tyson Kidd den für sich. Oh, aber ganz schnell kann der Wolf das ändern und dann. Ei, der Daus! Schmeißt ihn erstmal in die Ringecke. Und dann gibt's erstmal einen Big Boot. Warum booten denn die Fans? Schaut, das will ich doch auch. Ich will, dass geboot wird. Aber aus Liebe. So, Tyson Kidd hat das Ganze aber hier eigentlich ganz gut unter Kontrolle. Oh, auch erstmal ein harter Schlag von Tyson Kidd. Dann der Russian Leg Sweep Konter vom Wolf. Also natürlich auch eine Aktion. Sag mal, was wollt ihr denn? Was wird denn da so viel rumgeboot? Weiß ja nicht, was die Leute erwarten. Bam, wieder die Kombination. Oh, schöner Schlag, schön gemacht. Und dann wird Tyson Kidd in der Ringecke bearbeitet. Und der Heptos zum Abschluss. Ich finde es doof, dass es nur noch diesen Tritt gibt. Es gibt keinen automatischen Elbow mehr oder so. Musst du immer greifen. Dann gibt es aber halt gleich, wenn schon denn schon, einen Footstomp hier auf den liegenden Tyson Kidd. Der Wolf schnappt sich. Oh, was wird das? Wird das der Shoulderbreaker? Ah, ja, das muss wehtun. Kein Zweifel. So, die Fans wachen hier langsam auf. Whippen allerdings von Tyson Kidd. Ah, der ist da zu langsam. Was macht er jetzt? Ein Neckbreaker. So. Tyson. Oh! Ein wunderbarer. Oh! Und dann noch ein Elbow hinterher. Sehr fix. Fällt mir der Name nicht ein. Egal. Cover. Das wird nix.
Mei, oh mei, oh mei. Da gibt das, das, ei, ei, ei. Oh, Frank, wow, 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 wow. Wow, bist du gegen das Cover? Oh, ja, mit diesen Einrollern, da ist der Wolf auch bei El Generico schon dezent überfordert gewesen. Oh, aber der geht daneben. Der Dropkick, und das ist auch gut so. Jetzt halt kommt der Sedot Spymaster. Und jetzt muss sich der Wolf aber hier was überlegen, denn Tyson Kidd ist ganz schön am Start hier. So, was hat er vor? Hebt ihn nach oben. Und dann ist das der TKO. Wunderbar gemacht. Komm, jetzt aber erstmal nach oben. Schafft er den Dive? Jawohl. Big Splash geht durch. Bleibt doch gleich mal liegen. Coverversuch. One. Tyson Kidd ist dann natürlich noch hellwach. Erstmal der Whip-In. Und der Powerslam. Oh, Vorsicht, der Wolf hier nicht, dass er noch allzu müde wird. Und dann erstmal einen wunderbaren Suplex. So, und genau das ist das Stichwort, nicht zu müde werden. Und Tyson Kidd, obwohl er die Aktion gestellt gekriegt hat, ist der ein bisschen fitter, aber jetzt ist der Wolf aus. Oh! Spinning Wheel Kick! Jetzt haben wir Spinning Wheel Kick, das war's. Ah, jetzt haben wir einen. Mensch. Tyson Kidd. Alacrity. Oh, der Wolf hat jetzt hier vielleicht die falsche Taktik angewandt hier bei Superstars. Oh, was? Sharpshooter! Sharpshooter! Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? No way! No way! What? Oh Scheiße, jetzt werde ich wieder gestrikt von WWE, weil ich nicht über den scheiß Song gelabert habe. Tyson Kidd sagt, ich dachte, der Sieger der NXT Championship wäre eine große Herausforderung, da habe ich mich gewaltig geirrt. Ja, aber bin ich jetzt noch Champ oder nicht? Das ist irgendwie nicht ganz durchsichtig. Ja, da war nichts von New NXT Champion. Bin immer noch Champ. Bitch, please. Also war es doch ein Non-Title-Match. Ha. Das ist aber schlecht erklärt. Hier steht ganz klar, du musst deine NXT-Title verteidigen. Das haben die aber ein bisschen unerklärlich gemacht, muss ich sagen. Gut. Das ist, ja.
Ich bin Champ. Machen wir mal lieber schnell ein Trainingsmatch noch. Ja. The Wolf tappt. Was für ein unfassbarer Submission-Griff. Darauf war er definitiv nicht vorbereitet. Ryback? Sichi! Machen wir so, im Trainingslager erstmal Ryback, den unsaubersten Worker aller Zeiten. Komm, der verletzt mich doch garantiert und kostet mich 10 Jahre meine Karriere. Ich liebe mich dafür. So. Ja, der Tap darauf war nicht vorbereitet. Hat bisher noch Matches gewirkt, ohne irgendwie groß was hier mit irgendwelchen MMA-Griffen zu fungieren. Und dann gibt es hier diesen Ansatz zum Sharpshooter und dann der berühmte, ja, Hold von Tyson Kidd, ja. Aus natürlich bestimmt, ja, aus der Hart Family gelernt. Und mit so einer Art Move. Ja, war der Wolf definitiv nicht vorbei. Und da seht ihr es mit was für einer Gewalt Ryback hier den Wolf in die Ringecke wirft, dass er da einfach nur abprallt. Dann gibt es hier noch vom Monster so einen krassen Elbow ins, in den Rücken. Ja, wie soll das denn funktionieren? Wie soll man denn gegen so einen eigentlich trainieren, frage ich mich. Ja, da gibt es auch nur einen Drop Toehold und keinen Power Slam. Und warum? Richtig, weil Ryback einfach mal 3 Tonnen wiegt. Jo, Clothesline, wir spielen hier gegen so einen kleinen Elefanten im Ring. Ein, ich würde gerade sagen, rosa-roten, aber das ist eher so der schwarz-rote. Und ja, das mal sehen, wie wir das jetzt irgendwie umsetzen können. Au, der Drop ging leider total daneben. Dann vielleicht Versuch Nummer 2. Oh nee, Ryback denkt sich nur so, no! Aber der dritte funktioniert letztendlich der dann doch. Hier zum Beispiel, das ist was, was mir sehr fehlt. Pass auf. Wenn ich renne und X drücke. Normalerweise gibt es ja dann so Aktionen wie, was weiß ich, so ein ganz schnell ausgeführter Elbow. Das gibt es irgendwie alles nicht mehr. Das finde ich ein bisschen schade. So, ah, ich sehe schon, ich kann den Mann nicht nach oben heben. Gut, dann werden wir eben etwas anders gegen Ryback arbeiten. Mal sehen, ob uns das irgendwie gelingen wird. Big Splash vom Top Rope. Das war ja noch gar nicht das Top Rope. Leider nicht mal ansatzweise war das das Top Rope. Ja, und Ryback, egal welche Aktion das ist, der schnappt sich hier den Wolf. Und wirft den wohl einfach durch den Ring. Was für ein krachender Spinebuster. Mensch, da verliert. Dann gibt der Wolf sein Superstars-Debüt gegen Tyson Kidd. Aber gegen Tyson Kidd, ja, da war er nicht drauf vorbereitet. Ist er da doch vielleicht doch etwas grün hinter den Ohren? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird er wahrscheinlich aus dieser... Ach du Scheiße. Yo! Gorilla Press und ja... Der hypt sich ab. Feed me more. Schnauze. Verdammt. Ja, Ryback ist eine ganz harte Nummer, das ist klar. Gegen spätestens so ein Biest. Ja, das ist quasi der Rusev, der... Yo, genau. Tilt the World Slam. Was hat er vor? Ach du Scheiße. Ja. Au. Ja, so Probleme wie der Wolf am Anfang hatte gegen Rusev, so wird es vielleicht gegen Ryback laufen. Aber auch Rusev wurde irgendwann vom Wolf besiegt. Oh, da duckt er sich wunderbar durch, aber ist trotzdem noch angeschlagen. Dann gibt es hier eine kurz gezogene Clothesline. Mit welchen Mitteln will eigentlich der Wolf hier Ryback besiegen? Vielleicht mit seinem Choke auf Nelson, mit aller Kraft nimmt er da zusammen, wie auch immer er das geschafft hat. Und dann gibt's das Cover. 1, 2, oh. Bis 2. Na, was geht da noch? Jede Aktion, ich kann gefühlt keine Aktion zeigen, weil der Mann einfach viel zu fett ist. Ich versuche mit allen Mitteln gegen Ryback zu kämpfen, Bill. Was ist dein Problem? So, so ein Hip-Toss kriegen wir gerade noch so hin. Na, Gott sei Dank. Oh, dann gibt's hier die Stumps. Und direkt noch ein Footstorm hinterher. Ja, interessante Idee, hier gegen Ryback zu arbeiten. Aber dann... kontert Ryback natürlich sofort. Dropkick nochmal. Ja, da gibt es nicht viele Aktionen, die man hier großartig zeigen kann. Ja, Ryback versucht sich sofort hier wieder mit Hilfe der Seile nach oben zu arbeiten.
Der Wolf schnappt ihn sich jetzt und probiert ihn einfach auszuchoken. Interessante Idee. Leider Rope Break. Aber die Idee ist... Au, oh, Running STO. Sehr gute Aktion. Die Idee ist nicht schlecht. Okay, Ryback ist sauer. Ryback ist sauer. Oh, ja genau. So, der Wolf jetzt in die Seile. Und dann hält er sich doch nur fest. War das vielleicht nur Verarschung? Chop. Einfach nur ein Coverversuch, das Rope Break, Dude, das Rope Break. Ryback hast du nicht gelernt. Oh ja, nee, du verpiss dich jetzt, du pumpst dich hier nicht auf. Wenn hier irgendeiner sich aufpumpt, wenn irgendeiner sich hier aufpusht, dann bin ich das. Oh, der Drop geht allerdings wieder daneben. Schöne Kombination an Schlägen. Erster Chop, dann dieser gewaltige Schlag ins Gesicht. Aber der Wolf lässt sich nicht kleinkriegen. Der weiß natürlich, ja, durch die Niederlage gerade eben in seiner ersten Hauptshow bei Superstars. Das war natürlich peinlich. Und das als NXT-Champion. Es war wohl kein Titelmatch, aber trotzdem natürlich wirft das kein gutes Licht auf ihn. Was hat er vor? Jo, wirft ihn einfach da gefährlich in die Seile. Ja, und das ist dann der Moment, das dich viele, viele Jahre deiner Karriere kostet. Kommt der Wolf hier nochmal zurück? Hat der nochmal eine Chance? Hat der nochmal eine Chance gegen Ryback? Ryback schnappt ihn sich jetzt und sagt schon wieder ein Spinebuster. Oh mein Gott. Aber Ryback ist leicht angeschlagen. Jetzt allerdings das Cover. Kick-out vom Wolf. Aha, für ein Development-Center-Match ist das gar nicht so schlecht. Und für das, dass es ein Match gegen Ryback ist, ist das gar nicht so schlecht. Der Wolf versucht hier einiges aus Ryback rauszuholen. Na gut, das wird nicht funktionieren hier. Dann eben nochmal ein STO. Oh ja, 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 da ist jemand müde. Da ist jemand müde, aber es ist ja klar, nach dem, was er schon alles eingesteckt hat gegen diesen Mann, ist es ihm nicht zu verübeln. Aber vielleicht geht das ja nochmal. Der Choke auf Nelson. Ist das das Wunder? Schafft er es, gegen Ryback zu gewinnen? Das wäre sensationell. Come on, Wolf. Cover him. Cover him. Cover. One. Two. Was? Oh crap. Oh crap. I know 10 other guys that want this more than you do. Oh shit, das wird nichts. Das wird nix. Den Mann wird er nicht aufs Top-Turnbuckle heben können. Für... Oh, was für ein... Oh, was für ein Shoulderblock in der Ecke. Ich glaube, das hier wird so nichts. Ah, der Wolf kämpft aber noch. Was will er alle allerdings noch zeigen gegen eine Maschine eines Rybacks? Ryback jetzt mit dem Snap-Suplex, schön gemacht. Aber auch Ryback ist angeschlagen. Auch dieser muss erstmal verschnaufen. Oh, ein spannendes Match. Ja. So, der Wolf steht jetzt wieder. Und, ja, das wird es wohl sein. Ryback beendet dieses Match hier mit seinem Finisher. Was? Was für ein Kickout? 2,9! 2,9! Was für ein Kickout gegen Ryback? Mit was für einer Kraft? Wo nimmt der Mann die her? Wo nimmt er die her? Dragon Sleeper! Dragon Sleeper! Dragon Sleeper! Das ist es! Das gibt's doch nicht! Ryback muss tappen! What? What? Ein Klassiker gegen Ryback, das kannst du ja keinem erzählen. ...2,9 ausgekickt, aufgestanden, ausgerastet, Ryback in den Dragon Sleeper genommen und gefühlt das Genick gebrochen. Und bevor das passiert ist, musste Ryback tappen. Und genau dafür ist dieser Mann eigentlich NXT Champion!